dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo und herzlich willkommen, heißt es, glaube ich, zur Besprechung der Objektivitätskategorie von gleichsatz.de. Im Voraus will ich noch bemerken, dass die, wenn das vielleicht jemand auffällt, dass die Nummerierung hier in dieser Besprechung eine ganz andere ist als die auf den Online-Seiten von Gleichsatz. Und zwar hat ein Mitarbeiter mir das schon vorgeordnet, weil die Online-Seiten, die sind alle Kraut und Rüben durcheinander, bis auf wenige Ausnahmen, und deswegen sollte das bei der Besprechung etwas mit mehr Ordnung vonstatten gehen, und das ist, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Wie gesagt, Kategorie Objektivität wird untersucht. In der heutigen Zeit ein Reizthema, Stichwort alternative Fakten. Und ich denke mal, hier wird es von der Oberfläche etwas tiefer behandelt. Aber nichtsdestotrotz stehen am Anfang, soweit ich das in Erinnerung habe, etwas allgemeinere Bemerkungen zum Thema. Als da wäre der die Nummer 129, ist die Rede von Realisten, also die Verknüpfung von Objektivität mit Realismus. Und Realisten sind der Überzeugung, beziehungsweise ist die Überzeugung eigen, dass es ein gesetzmäßiges Reich, geordnetes Reich der Wirklichkeit gibt. Und darüber hinaus, dass dieses Wir, also wir, ich, du, sie, er, es, dass wir dieses erkennen können. Die Realisten, beziehungsweise hier ist von einem Einzelnen die Rede. Der Realist, den ich noch nicht persönlich getroffen habe. Gut, lassen wir so dahingestellt. Ein gesetzmäßig geordnetes Reich der Wirklichkeit ergibt es. Warum steht es unter Objektivität? Weil eben ein objektives, man könnte da auch von einem objektiven Reich der Wirklichkeit sprechen. Dann der nächste Punkt. Der Realismus ist die Annahme, dass die Welt dort draußen weitgehend unabhängig von unseren Aktivitäten dort drinnen, möchte man meinen, existiert. Was heißt das? Die Welt dort draußen. Unseren Aktivitäten bedeutet im Grunde genommen das Subjektive, beziehungsweise das, was davon abhängig ist von dem Sinnesapparat, also was durch die Sinne quasi wahrgenommen oder empfunden wird
Und die Frage ist eben, ob das, was als Realität bezeichnet wird, abhängig von diesen Sinnesempfindungen ist und damit relativ zu den Sinnesempfindungen gesehen werden muss oder nicht. Der Punkt wird uns später noch des Öfteren begegnen, diese Abhängigkeit von den Sinnen. Dann 175, die Feststellung, dass der Inbegriff alles objektiv Seienden die Materie war, also die Vergangenheit galt, sprich gilt jetzt nicht mehr oder gilt jetzt immer noch. Ich denke, die Materie, die Existenz der Materie hat sich, glaube ich, mit der Realitätstheorie erledigt, ohne das jetzt weiter zu vertiefen. Denke ich mal, dass das als Abstraktion, als reine Abstraktion entlarvt worden ist, dieser Materiebegriff. Wie Obst eben existiert nicht, das Allgemeine existiert nicht, haben die Nominalisten im Mittelalter schon gesagt. Es gibt kein Obst, es gibt nur Bananen und Äpfel. Ist Sammelname, abstrakter Sammelname, der eben ein Hilfsbegriff ist, nützlich und so weiter, aber als Inbegriff alles objektiv sein ist es, hat sich, glaube ich, erledigt, aber ein solcher Materialismus, hier sehe ich Tastsinn, ist wieder das Zeugnis der Sinne, spielt bei Marx eine große Rolle. Dieser Materialismus kommt hier noch zur Sprache, aber wollen wir mal hier nichts auslassen. Verflucht und zugenäht. Entschuldigung, piep. Die Nummer 100, der Begriff der Materie bedeutet erkenntnistheoretisch nichts anderes als die objektive, unabhängig vom menschlichen Bewusstsein existierende Realität. Also haben wir hier, wenn jetzt vom Sinnesapparat unabhängig eine Realität existiert, dann wäre das eine Materie, also da würde es dann, hätte der Begriff der Materie dann auch eine Berechtigung. Also würde im Umkehrschluss dann heißen, wenn das mit der Materie vorbei ist, dann hat sich eben diese Relativität in Bezug auf die Sinnesdaten da quasi eine allgemeingültige Einsicht verbreitet oder so. Wie auch immer. Mit meinen Kurzbefehlen bin ich noch etwas auf Kriegsfuß. So. Hier haben wir eine längere Passage. Ich hoffe, das geneigte Publikum hält durch. Vielleicht gewisse Farben. Überhaupt sorgen für Action hier. Diejenigen, die hier mit einem Seherlebnis mit dabei sind und nicht nur podcastmäßig den Sinn des Ohres da ausschließlich beteiligen. Der Tastsinn, nächster Punkt, reagiert auf die physikalischen Eigenschaften der Körper. Geruch und Geschmack auf die chemischen Beschaffenheiten. Der Tastsinn vermittelt Erlebnis des Widerstandes, der Materie, also das ist hier reiner Materialismus. Diesen Widerstand, wie er eben durch den Tastsinn erlebt wird, hat der Mensch letzte sinnliche Evidenz der Realität eines Dings. Ja,
Wenn das stimmt, dann stimmt es. Aber wenn das nicht stimmt, dann stimmt das nicht. Die letzte sinnliche Evidenz der Realität eines Dings durch den Tastsinn. Aber was spüre ich da, wenn ich irgendwas betaste? Allein durch den Tastsinn, da gibt es ja auch so Blackbox-Versuche, muss man die Hände da in irgendeine Schachtel reinhalten und dann beurteilen, mit was man da, was da, was das ist, was man da fühlt. Da gibt es auch die lustigsten Ergebnisse. Aber hier, Dinge erleben wir überhaupt nur durch ihn, aber auch den Gesichtssinn. Dieser jedoch entwirklicht bereits die Dinge. Der Mensch traut manches Mal seinen Augen, sprichwörtlich nicht, wohl aber dem Griff seiner Hand. Er muss etwas begreifen, um seiner Existenz sicher zu sein. In der Richtung dieses Begreifenwollens liegt die Substantialisierungstendenz. Also wird gern substantialisiert, um zu begreifen. Des Denkens, der zufolge alles, was existiert und für uns und unser objektives Denken wirkliche Existenz haben soll, als Existieren einer Substanz denken müssen. Die Substanz ist aber keine Seins-, sondern eine Denknotwendigkeit. Und das, da dieser Substanzgedanke hört sich zwar an wie Materie, aber ist eben, Substanz ist hier als Vorstellung, als Hilfsbegriff quasi. Sammelbegriff oder wie auch immer, eine Verallgemeinerung, eine Abstraktion, der eben keine Seinsgebundenheit korrespondiert. Also aufgepasst mit den Substanzen. Gewisse Substanzen, Polizisten überprüfen, einen Autofahrer, haben sie irgendwelche Substanzen bei sich. Dann der nächste Punkt, 182, die objektive Zeit und der objektive Raum machen die objektive Welt. Und wir halten fest, Zeit und Raum als Faktoren zur Bestimmung von Objektivität. Gleich nochmal, Zeit ist für Paul Nathorp einer der Ausdrücke für den Gang der Erkenntnis, in der sich Gegenständlichkeit bestimmt. Und Gegenständlichkeit ist ja angeblich hier oben mit dem Greifen da wichtig. Und da spielt eben die Zeit eine Rolle, wird jedenfalls hier behauptet. Sie fungiert als eine der Formen, Einheit in der Mannigfaltigkeit zu stiften. Und mit diesen Einheiten werden wir uns, denke ich mal, später auch noch näher beschäftigen. Wobei der Gegenstand eben auch als eine solche Einheit betrachtet werden muss und was eben für die Zeit relevant ist, das sind eben auch die Einheiten, die durch Zeit, wie der Name Zeiteinheiten, ist vielleicht jedem bekannt, schon bezeugt. Diese Einheiten sind von Bedeutung, wie überhaupt Zeit und Raum eben für alles, was mit Messen zu tun hat, von großer Bedeutung ist. Ich kenne viele Realisten, die eben, für die existiert nichts, was nicht gemessen werden kann.
irgendwie gewogen oder eben schnell ist oder schwer ist oder lang oder breit. Also Einheiten, besondere Messeinheiten in Bezug auf Zeit und Raum. Ach, hier haben wir noch alte Markierungen. Das sollte eigentlich nicht sein. Zeit und Raum spielt eine Rolle. Und im nächsten Punkt kommt noch ein anderer Faktor dazu. Das ist die Kausalität. Inwieweit Kausalität auch mit Zeit und aus Zeit und Raum besteht, das ist hier weniger von Bedeutung. Aber der Name Erkenntnis fällt hier, glaube ich, zum ersten Mal. Das heißt, wenn wir die Frage der Objektivität klären, haben wir da im selben Aufwasch noch auch noch gleich die Erkenntnis mit dabei. Der nächste Punkt handelt Richard Hönigswald zur Kausalität. Kausalität ist keine Ursache, sie ist der Gesichtspunkt. Ursachen im Sinne des Gedankens der Bestimmtheit, das heißt der Gegenständlichkeit zu setzen. Also hier sind verschiedene Gedanken am Werk. Bestimmtheit wird mit Gegenständlichkeit, wenn nicht gleichgesetzt, so doch in Beziehung gesetzt. Kausalität wird nicht als Ursache, also als Vorstellung der Beziehung von Ursache und Wirkung betrachtet, sondern es ist der Gesichtspunkt, Ursachen im Sinne des Gedankens der Bestimmtheit zu setzen. Und Bestimmtheit eben als Gegenständlichkeit. Da halten wir wieder fest, die Gegenständlichkeit, oben schon mal von Paul Nathorp erwähnt, die Frage der Gegenständlichkeit oder eben wie Gegenstände zustande kommen, spielt eine bedeutende Rolle in Bezug auf die Klärung der Frage, inwieweit eine objektive Realität möglich ist. Eine wichtige Rolle. Dann hier haben wir hier nochmal die Kausalität, verbirgt eine Ordnung der zeitgemäß Objektivität. Also wieder die Verknüpfung mit der Zeit, aber auch eine Ordnung der zeitgemäß, was auch immer das ist. Brauchen wir jetzt auch nicht allzu viel dazu sagen. Ich denke mal, bevor wir jetzt da voreilige Schlüsse ziehen, sollte noch etwas abgewartet werden. Bis die Stoffsammlung etwas, die Vorbereitungen etwas abgeschlossen sind, bis wir all die Faktoren zusammen haben, die in Bezug auf die Frage der Objektivität eine Rolle spielen. Hier nochmal 358, Bekräftigung, dass alle Zeit galt, die Kausalität als Kriterium für Objektivität. Mit diesem galt ist vielleicht machen wir jetzt wieder Action. Die Vergangenheitsform, dass das vielleicht jetzt nicht mehr so ist, neuerdings. Stichwort Heisenberg und so, ohne jetzt ein neues Fass aufzumachen. Da bist du weg. Dann der nächste Punkt, das geht auch. Wo habe ich jetzt da gedrückt? Egal, weg damit.
Kausalität, Gesetz, Begriff als Kategorien des objektivierenden Erkennens. Jetzt haben wir zur Kausalität noch zwei weitere Kategorien, und zwar die des Gesetzes und den Begriff. Begriff vielleicht auch als Einheit, dem etwas zusammengefasst wird. Und Gesetz als Verallgemeinerung über jederzeit Verallgemeinerung, nicht nur hier und jetzt, sondern eben darüber hinaus an jedem anderen Ort genauso gelten Gesetze. Dann die Nummer 77 ist jetzt, sind wir jetzt hier auf von der kritischen Seite her ein Gedanke. Man kann nicht von der Raumzeit ausgehen. Nicht ist der Punkt, um eine Theorie der objektiven Wirklichkeit zu entwickeln. Ich denke mal, das kommt hier aus der Ecke der Atomphysiker, schätze ich mal. Diese Erkenntnis ist eine aus dem letzten Jahrhundert, beziehungsweise Anfang des letzten vergangenen Jahrhunderts. Wollen wir auch nicht weiter vertiefen. Noch eine weitere kritische Stimme, sage ich jetzt mal. In Bezug auf die Rolle der Raum und Zeit zur Objektivitätsbestimmung. Immanuel Kant in der Kritik der reinen Vernunft heißt es, Raum und Zeit sind Undinge. Und das soll wohl heißen, nichts Reales sind Ideen, sind Vorstellungen, womit wir schon beim nächsten Punkt zwar sind, Nummer 14, Raum, Zeit und hier auch die Objektivität und Logik sind in Klammern nichts als Ideen. Das heißt, im klassischen Sinn entsprechen Ideen eben keiner Realität, keiner handfesten, greifbaren Realität, sondern sind eben Gedanken, Vorstellungen, Denken. Und von der Idee zum Ideal ist es nur ein kleiner Schritt, womit wir bei der alten Nummer 1 aus den Online-Seiten sind. Das Ideal der Objektivität, sprich ein Ideal, weil es nicht verwirklicht ist. Und so gibt es eben nur die Versuche, das Ideal der Objektivität zu verwirklichen, aber eben nicht die Tatsache, dass eben diese Objektivität schon verwirklicht ist. Dann eine längere Passage mit etwas Action, die wesentlichen Punkte markiert. Die Theorien der Wissenschaft basieren grundsätzlich auf objektiven Daten. Die Verknüpfung von Objektivität und Wissenschaft, also wenn wir an Objektivität denken, an was denken wir da? Wir denken an Raum und Zeit und Kausalität und Gegenstände und Einheiten und jetzt auch noch an Wissenschaften. Oder Wissenschaften wurde schon vorher gedacht.
Und an Gesetze denken wir, wenn wir an Objektivität denken. Und was verstehen wir unter objektiven Daten? Darunter verstehen wir jederzeit reproduzierbare Feststellungen. Also nicht nur hier und heute, sondern eben an jedem Ort und jeder Zeit, an dem die Gesetze, die objektiven Gesetze, die Gesetze, die Naturgesetze, die Gesetze der Natur gelten. Und demgemäß sind eben nur objektive Daten für die Wissenschaften von Interesse. Ich will sagen, ohne objektive Daten es keine Wissenschaft gibt. Man nennt diese häufig auch Tatsachen. Objektiv bedeutet lediglich, dass die Daten vom jeweiligen Subjekt, sprich von irgendeinem Einzelschicksal, der Fähigkeit zu sehen oder zu hören oder zu fühlen eines Einzelschicksals unabhängig sind. Genau. Tschuck, tschuck, wieder weg. Nicht, dass wir da irgendwelche Leichen hinterlassen, wenn dann jemand die Datei gebrauchen will. Nummer 235, und damit wollen wir dann auch die Folge 1 zum Abschluss bringen, damit die einzelnen Folgen nicht zu lang werden. 30 Minuten ist das Richtmaß, und die sind, denke ich, gerade abgelaufen. Oder nicht, egal. Mit der Nummer 235 wollen wir für heute abschließen. Die Erkenntnistheorie, ein Zitat von Leonard Nelson. Den Eingeweihten vielleicht als Leugner von Erkenntnis bekannt. Die Erkenntnistheorie ist die Wissenschaft, die Untersuchung der objektiven Gültigkeit der Erkenntnis überhaupt zur Aufgabe hat. Also, niemand kommt um eine sogenannte Erkenntnistheorie herum, der zuverlässige Aussagen über so etwas wie Objektivität, eine sichere Feststellung machen will. Und um ein wenig vorzugreifen, beziehungsweise um die Frage der Gegenständlichkeit etwas noch mehr hervorzuheben, kann ich jetzt schon verraten, dass eben diese Gegenständlichkeit, oder wie es heißt, die Gegenstandsadäquatheit der Erkenntnis eine große Rolle spielt. Mit anderen Worten, die Seinsgebundenheit des Denkens. Diese Frage muss geklärt werden, bevor überhaupt eine fundierte Aussage zur Frage der Objektivität gemacht werden kann. Was die Aufgabe eben ist hier in dieser Besprechung der Kategorien von Gleichsatz.de, der besten Webseite ever. Aber Eingeweihten verrate ich hier nicht zu viel. Und das soll es auch für dieses Mal schon gewesen sein. Peace und out, wie es so schön heißt in letzter Zeit.
Ich bin dann mal weg.